Ja, da sind wir wieder. Da ist die Beige am Bäume fällen, damit du wieder Holz kriegst. Und da wird auch schon Holz getragen. Das heißt, unser Stromgenerator geht gleich wieder. Das ist schon mal sehr gut. Ich hoffe, sie macht jetzt nicht das Feuer. Na, sie macht jetzt das Lagerfeuer an, ist klar. Ja, okay, auch gut. Ich hoffe, dann wird gleich auch der Stromgenerator gemacht. Wir schauen das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, die holen ja alle Holz. Der Generator kriegt jetzt auch als erstes Strom, nicht Strom, Holz. Und hier wird Holz reingebracht zum, ach so, Objekt wegtragen. Hier haben wir jetzt was fertig gekriegt. Dann können wir das gerade auch wegtragen, alles. Wird zwar nicht gemacht, aber wir können es trotzdem erstmal markieren, weil wir wahrscheinlich kein Lager haben, gehe ich von aus. Das müssen wir dann noch berichtigen. Wahrscheinlich kann ich das auch anders machen, aber. Ich mach's mal gerade so. Hier muss noch ausgehoben werden, wenn ich das richtig verstehe, oder? Oder nee. Nee, da muss ja Boden gemacht werden, okay. Erstmal diesen Raum ordentlich kriegen, ne? Da wird geforscht. Ich schätze mal, irgendwo war jemand am Dingen spielen hier. Ah, da ist er. Auch gut. Die Pferde sind da drinne. Hier haben wir noch Granitblöcke. Wo haben wir jetzt Lagerraum mit Steinen? Nirgendwo, ne? Granitbrocken. Strukturen. Was bauen wir denn noch? Oder wir machen erstmal eine Lagerzone für Steine. Da ist die Lagerzone jetzt. Und jetzt müssen wir nur was da reinkriegen in die Lagerzone. Und zwar alles verbieten ist erstmal richtig. Das nicht, sondern ich möchte jetzt hier einfach mal, das ist unter Rohstoffe. Nee, Stein ist nicht unter Rohstoffe. Doch, da Steinblöcke. Granitblock, Steinblock, aber das sind Blöcke. Sind das auch Blöcke hier? Kalksteinbrocken. Müssen wir nochmal gucken. Brocken, da sind sie. Mach die alle dahin. Gott. Holz wird weiter gefällt, das ist gut. Dann kann auch gekocht werden und die Brocken können endlich auch rausgebracht werden, denke ich. Ist ja bestimmt nicht so toll, wenn man jedes Mal hier über so einen Brocken steigen muss, ne? Damit die Küche frei wird. Ah, der erste Brocken wird jetzt tatsächlich rausgebracht. Das ist frei und das hier für Gefangene. Das steht aber nicht frei dran. Aber da unten ist ja noch frei. Keine Ahnung, warum da jetzt kein frei dran steht und ich das auch nicht wegkriegen kann. Lege fest. Ja. Da steht frei, aber da nicht. Ich krieg's aber auch nicht weg, ne? Egal. Kopie bauen brauche ich auch nicht. Lass erstmal so. Hier wird der Boden gemacht und die Tür beziehungsweise wurde gemacht. Das ist schon mal gut. Und wir müssen unbedingt zusehen, dass wir hier die Dingens frei kriegen. Die Durchgänge und sowas hier. Hast du gesehen, wie das verzögert wird bei den. Das ist ja krass. Okay, hier wird jetzt hier der Boden gemacht. Ah, da wurde jetzt ein Stein aus der Küche rausgeholt schon mal. Ja, aber raus müssen die Steine so oder so. Und das, im Endeffekt müssen sie alle raus. Schon dunkel, ne? Ein Lager wird jetzt auf jeden Fall da gemacht, das ist schon mal gut. Und hier Steinmetztisch aus Holz. Steinblöcke herstellen. Beliebige Steinblöcke herstellen. Hatten wir schon, ne?
Wann weg? Ach so, da steht 0 mal. Dann lass die mal 5 mal machen. Dann können wir da eine Mauer mit zaubern, denke ich. Mal. Ist nur die Frage, wo lang, ne? Ist jetzt hier keine gute Verteidigungsecke eigentlich. Machen wir mal hier zu, denke ich. So, hier am Ende der Mauer gehen wir hier runter und machen das mal so zu, dass nur von oben wer kommen kann, oder? Risiko eines leichten Zusammenbruchs. Warum? Das ist die Frage. Nahrung gibt es hier noch. Spielen kann sie auch noch. Warum? Schläft jetzt da draußen. Ah, Lebensmittelvergiftung beginnend. Schlecht. Ernährung, Erholung, Entspannung. Komfort ist gerade schlecht, glaube ich auch. Stimmung geht so. Warum ist die nicht ins Bett gegangen? Bett ist doch da, ne? Ja. Kann er was machen? Ne, kann er nicht. Schade. Ah, jetzt geht sie hoffentlich ins Bett. Ja, tut sie. Dann schlafen sie, dann können sie auch schneller schlafen, ne? Also sie hat es nicht dahin geschafft. Also sie hat sich übergeben, okay. Was war das jetzt? Fehlt die warme Kleidung. Ja, das weiß ich wohl. Ja, schlaf mal schneller erstmal. Sonneneruption, okay. Die intensive Strahlung wird alles elektrische Geräte außer Kraft setzen. Sie sollte in etwa einen Tag vorbei sein. Okay. Na super. Das ist nicht so dolle. Sie geht jetzt hoffentlich erstmal essen, ne? Und das Essen ist dann, naja, okay, wir haben nur 6 Portionen. Wenn der Strom dann ausfällt, ist es jetzt nicht so ganz so schlimm. Geht sie zum Tisch denn essen wenigstens? Und der Tisch hat wenigstens schon mal, glaube ich, einen Brocken weniger. Ja, sie geht zum Tisch essen, das ist schon mal gut. Wie ist denn hier mit ihrer Lebensmittelvergiftung? Ja, die ist schon stark, ganzer Körper. Wir müssen dann mal gucken, dass wir ärztlich was machen, ne? Die ist auch mitten in der Nacht. Die anderen sind ja noch am Pennen, ne? Was macht sie jetzt? Nochmal Essen holen oder hat sie es weggebracht? Weiß ich jetzt gar nicht. So, jetzt die anderen beiden am Essen. Sie hat keinen Hunger und macht was? Geht natürlich keine Ahnung, was machen. Ach so, sie trägt gerade einen Stein raus. Vielleicht nicht so gut, ne? Hm, vielleicht sollte ich sie mal erholen lassen. Er macht einen Stein. Das ist schon mal ganz gut für die Wand, die wir da bauen wollen, ne? Vielleicht sollten wir dann Lager für auch noch machen gerade. Lagerzone. Jetzt hier mal gerade aufmachen. Und da kommen Granitblöcke rein. Alles verbieten. Auch das hier. Und Steinblöcke. So, die kommen da erstmal rein. Eigentlich müsste sie sich ins Bett legen, ne? Kann ich aber irgendwie nicht steuern, so. Ja, da habe ich schon alles gemacht, aber sie müsste. Warum geht sie jetzt arbeiten? Kriege ich sie denn jetzt irgendwie gesagt, komm, Mädel, geh besser ins Bett und ruh dich aus, anstatt da.
Ja, kann ich wohl nicht, ne? Da wird die so lange, bis ihr Umfeld das machen, ne? Wenig klar, wenig Nahrung, warme Kleidung fehlt, ja. Hier ist kein Essen bei, ne? So, jetzt müssen wir mal überlegen, hier sollen Betten hin mit Schlafzimmer da. Ja. Hier, das muss einer sauber machen. Komm, das muss auch noch raus. Irgendwann legt die sich hoffentlich ins Bett und fällt nicht tot um. So, Tisch ist schon mal frei. Jetzt wäre es noch schön, diesen Stein als erstes zu nehmen, ne? Naja, ich glaube, sie machen sowieso zuerst, die in der nächsten Nähe sind, kann das sein? Na, sie wird jetzt den Stein da wahrscheinlich wegholen, oder? So, Dingens ist schon wieder am Laufen. Das heißt, einer müsste eigentlich jetzt hier Essen machen, ne? Ist aber auch ausgewählt. Wir müssten definitiv die einfachen Sachen hinkriegen, dass die jetzt besser werden. Wo geht sie jetzt hin? Okay, sie nimmt den Stein von hinten weg. Sie von vorne. Haben wir jetzt hier in dem Lager schon was? Nein. Warte mal, das Lager müssen wir dann die Granitblöcke verbieten. Und auch die anderen rausschmeißen, die Brocken. Aber die sind schon raus. Okay, da passt's. Bringt jetzt jemand den Steinbock da weg? Nee, ne? Ah, da sind die auch. Kalksteinblöcke und das. Ach, das Uran, okay. Hier haben wir noch ein Lager. Okay. Okay, Steinblöcke da. Und wir haben auch Steinblöcke hier. Dann lass uns hier was anderes lagern und keine Steinblöcke. Oder? Ach, kann auch bleiben, dann. Ist deshalb so wild, wenn das Lager, das ist ja nicht so groß, ist besser. Granitblöcke und Kalksteinblöcke. So, jetzt müssen wir eine Mauer ziehen. Architektur, Strukturen, Wand, Wand aus Granit. Gucken wir mal, ne? Nee, nicht da ist Ernten. Den Busch da. Da sind Beeren dran, da auch. Haben wir noch mehr? Hier sind noch zwei. Da ist nur einer. Da Geysir, den brauchen wir noch. Und hier sind auch noch vier. Da war noch einer. Da ist auch noch einer. Und die vor der Tür sollten wir vielleicht auch nehmen, ne? Hier ist noch einer. Wird, oder? Ja, fällt den Baum, damit wir da die Mauer bauen können. Ich glaube, das geht erstmal. Der Baum ist gefällt, das ist schon mal gut. Dann können die Steinblöcke weitergemacht werden. Was war das? Eine tote Ratte oder sowas? Wie sieht es hier mit dem Essen aus? 88% und hier. 69, okay. Essen ist gerade Mangelware, ne? Paige ist jetzt fertig und ist ins Bett gegangen. Genesen, das ist schon mal etwas. Gut. Er macht hier unten weiter. Ja. Ja, die Wände sehen natürlich schäbig aus, das ist klar. Hier ist aber schon heile, ne? Machen wir da nochmal eine Wand glätten. Hier können wir noch was wegnehmen, ne? Der Raum kann hier noch zwei größer werden. Und hier eigentlich auch, ne?
Geht ja erstmal. Hier oben haben wir das gemacht, weil da was zum Abbauen war, glaube ich, ne? Wie ist die Temperatur in dem Raum hier? Drinnen 20 Grad und hier haben wir minus 17, 18, 24. Hier ist ein bisschen wärmer, aber das geht erstmal schon. Und wie ist es hier nachher? 23 Grad da drinnen. Auch 23 Grad da drinnen. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir das dann auch noch ändern mit den Klimaanlagen und so, ne? Da ist ja eine Tür. Okay, da gibt es tatsächlich was zu essen. Muss das. Also sie muss auch unbedingt essen, weil sie ist ja krank. Die anderen können das vielleicht auch ohne mal aushalten. Gerade sagen, wie kommt der da rein, aber oben ist ja offen. Arme Kleidung fehlt und wenig Nahrung. Ja, wenig Nahrung, einer muss kochen. Macht das jemand denn noch? Was war denn hier gerade Ihr letzter Logbucheintrag? Ja, weiß ich auch nicht. Sie bringt noch einen Stein weg. Kann ich da irgendwo die Prioritäten ändern? Nö. Okay, dann kommen die Steine halt erst jetzt raus. Die anderen lasse ich jetzt erstmal da. Die Wand ist schon mal ein Stück weiter gebaut, das ist auch gut so. Langsam wird es dann was, ne? Steine werden da hingebracht, das passt schon mal. Ja, das ist die Frage, wo wir lang gehen. Ich glaube, hier knapp drunter her gehen wir. Machen hier ein Tor hin. Architektur, Strukturen, Wand, Granitwand. Denke, wir gehen mal bis hierhin mit der Wand. Und von da geht es dann weiter. Bis hierhin. Und da so. Dann machen wir das so zu. Dann denke ich, machen wir mal hier zu. Und gehen von hier. Ja, ich glaube, da geht's rüber. Genau, das wird unser Lager dann. So machen wir das. Und das bauen wir dementsprechend aus. Dann haben wir diese Wände hier genutzt. Ja, sieht doch erstmal gut aus, ne? Mal hier noch so ein kleines Stück hin. Okay, das ist aber viel Arbeit. Wer ist das? Ein Pionier. Der hat ein Gewehr. Okay, dem geht's gut. Können wir mit dem reden? Da ist auch noch ein Erik. Erik ist ein Jäger. Können wir mit denen reden? Wohl nicht. Nee. Okay, dann halt nicht. Oh, Beli macht Nachtschicht. Ich hoffe, Page schläft. Ja, das ist schon mal gut. Okay, ich würde sagen, wir machen aber erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.